muss der so draufschwimmen oder wie sieht's aus? Oh, noch langsamer. Ein Ticken schneller, komm. Levioso. Andere Fähigkeit haben wir doch noch gar nicht, ne? Außer die Pulse zum Weghauen und Accio zum Ranziehen. Accio, Wingardium Leviosa. Verstehe ich nicht. Also manchmal öffnet er mir das und manchmal nicht. Habe ich denn später noch eine Fähigkeit? Ich habe noch das und Descendo. Okay. Gut, dann ist mir das egal. Dann lasse ich das jetzt erstmal. Würde ich sagen, wir kümmern uns dann gleich noch um die beiden Sachen. Dann müssen wir das hier uns später nochmal holen. Wir haben hier oben noch ein Dings. Das machen wir noch und dann mache ich mal kurz eine kleine 10-minütige Pause. Genau. 5- bis 10-minütige Pause, der ist hier hinten. Sehr schön. So, dann bitte einmal speichern. Wir sind bei 26, jetzt sind wir bei 28, cool. Danke, gut. Wie gesagt, ne, ich mache kurz eine Pause, holt euch was zum Trinken, holt euch was zum Essen. Bin in 10 Minuten wieder da, 5 bis 10 Minuten. Und dann geht es sofort weiter mit Hogwarts. Noch für eine halbe Stunde maximal. So, so, da bin ich schon wieder. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ich war manchmal zur Toilette gegangen, doch ein kleiner Hindernis. Ah, okay, wo war ich jetzt dabei? Ich wollte noch die Hülle, den konnte ich nicht mitnehmen. Oder warum habe ich die Hülle da hinten nicht gemacht? Egal. Hier fahren wir eine Hülle. So, die beiden Sachen machen wir noch, dann machen wir erst wieder Questen. Sind wir nur herumgeflogen. Irgendwo unter mir. Da muss ich Repao drauf verwenden, da. Super. Da unten ist die Hülle. Repao benutzt sich super selten, ne? Also wirklich sehr, sehr selten. Bin ich gemutet? Nein. Revelio. Ah ja. So, haben wir auch die Hülle abgeschlossen. Hier ist nichts und dann wird wahrscheinlich auch nichts sein, oder? Nope. Okay, raus hier. Na, langsam formt sich doch alles. Formt sich doch alles. Super. Was hatten wir denn hier? Ach so, 3 Münzen. Dann haben wir noch ein Lager, das machen wir noch. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Dann haben wir ja alles gemacht. Haben die Schleise ein bisschen abgearbeitet. Genau, das passt dann erstmal. Hier ist noch eine Arena. Ich weiß nicht, ob wir die Arena wirklich brauchen. Dann haben wir jetzt, ja, vieles mehr. Nice. Ich nehme an, dass wir hier in diesem Gebiet noch nicht alles haben. Hier fehlt bestimmt noch was, ne? Ja, guck da. Aber die haben davon alles. Prüfung mehr, links haben, fehlen uns noch 2. Wo? Ah, oh, guck mal da hinten. Hä? Prüfung Merlins, wo denn? Okay, das verwundert mich gerade, weil ich nicht weiß, wo ich die finde. Oder ich sehe es auch nicht. Naja, egal. Ja. Da ist noch eine Prüfung, sehe ich gerade. Ja, ja. Bla bla. Das tut weh, ne? Das tut weh. Ja. Habe ich auch so festgestellt. Was? Eine Erschwinderin. Eine Erschwinderin und? Revelio. Warum muss man das jetzt Sebastian erzählen? Verstehe ich nicht. Diesmal für mich auf Schmetterlinge, Lager. Das hat er auf Lager. Easy. Oder?
Akio. Okay, das verstehe ich nicht. Levioso. Das funktioniert nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Wingardium Leviosa. Das wird auch zu lange dauern. Wingardium Leviosa. Ja, sage ich doch. Es wird doch viel zu lange dauern, bis ich da Lumos. Das habe. Entschuldigung. Okay, machen wir das mal da hinten und hier vorne. So, das ist. Die sahen auch schon mal besser aus. Das hast du gut erkannt. Revelio. Wo ist denn das letzte? War das eine Kiste? Dann ist wieder so ein Dings. Muss ich aber zurück? Reicht das schon? Oh fuck. Das war ein bisschen zu weit. Und wieder zurück. Nee, das war's doch nicht. Wo ist denn das letzte? Ach, da hinten, ich seh's. So, Schuh draus. Ach Mann, danke. So, mit dem Schuh draus. Dankeschön. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Wie schaffe ich jetzt die Merlins Quest da? Wie funktioniert die? Expelliarmus. Accio. Verstehe das nicht, wenn ich ehrlich bin. Levioso kann ich auch nicht drauf verwenden. Entschuldigung, kann ich das irgendwie drehen? Impulso. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wingardium Leviosa. Impulso. Wingardium Leviosa. Drehen kann ich das ja auch nicht. Unendlichzeichen. Da oben ist eine Harfe. Wenn ich das drehe. Ich muss die einfach nur drehen. Wingardium Leviosa. Aber wie drehe ich die denn? Pfeiltasten, geht das? Nee, das geht auch nicht. Da kann ich auch noch umgucken. Okay, wie drehe ich euch? Ich habe gerade zum Husten, das ist zum Kotzen, Entschuldigung. Okay, ich habe keine Ahnung. Wisst ihr was? Ist mir egal, da mache ich mal was anderes. Ich wollte die Questen weitermachen, das war mein Ziel. Ach ja, ich soll ja dahin, ne? Machen wir das einfach mal mit dem verschwundenen Kind. Stimmt, da war ja was. Ich mag Ladebildschirme, die sind super. Die sind einfach super. Hä? Ach, B, ich bin doof. So, wird ein Schuh draus. Ah. Alohomora. Alohomora. Wo ist denn das da? Da. Geschafft. Revelio. Und da ist die Kiste, die ich haben will. Ist noch eine Kiste? Da vorne. Hier ist noch eine Kiste, danke.
Gut, dann haben wir das Haus auch schon mal geschafft. Super. Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Wo denn? Hä? Wo siehst du einen Demigeist? Revelio. Bin ich blind? Ich sehe den ehrlich gesagt nicht. Herr, sonst sieht das immer so auffällig. Wo hast du den gesehen? Ach da, lol. Oh mein Gott. Gut, aber du musst ja aber bis in die Nacht abwarten, bis ich den einsammeln kann. Bitte. Du gehörst mir, Demigeis. Das ist richtig. Dankeschön. Da haben wir den auch eingesammelt. So, da ist... Hier muss ich hin. Warten. Gut. Machen wir es gleich wieder Tag. Super. Du bist hier. Ja, gut. Hier bin ich. Ja, ne? Cool, ne? Gut. Hi, Nettie. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Das verlorene Kind, dann machen wir das doch einfach mal. Und wir sollen... Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bickle. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh. Wer hat ihn getötet? Tut mir leid, Mrs. Bickle. Archie? Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Oh Gott. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Ich bin sicher, Ihrem Sohn geht es gut. Er muss hier irgendwo sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Was wissen Sie über Harlow? Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Warum sollte Harlow ihren Mann getötet haben? Welchen Grund sollte Harlow haben, ihren Mann zu töten? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Er war überzeugt von was denn? Wir finden Ihren Sohn. Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh, was tue ich nur? Weiß ich nicht. Gar nichts, weil du kannst in dem Moment gar nichts machen. Sagen Sie sich nicht, Mrs. Bickle. Wir bringen Archie zurück. Ja, vielleicht tun wir das. Ich weiß es noch nicht. Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickle. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber... Es war zu spät. Ich habe keine Zeit für euch, wartet mal. Ich habe keine Zeit für euch, Spinnen, jetzt chillt mal. Ich muss, Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Mhm. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Oh ja, was haben wir denn hier gefunden für ein Camp? Das muss das Versteck von Archie Revelio sein, das Mrs. Bickle erwähnt hat. Liegt da ein Drache? Archie? Archie Bickle? Hier liegt einfach ein Drache. Das hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Da! Archies Fußabdrücke. Hier. Ist hier lang. Dann suchen wir ihn doch einfach mal. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt,
kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Ich bin dabei. Aber wir wissen ja auch nicht, wie weit er gelaufen ist. Wie schnell er gelaufen ist. Und das hört sich... Incendio, con Pringo! Ach, weißt du was? Komm her. Haben wir geschafft. Dann wäre er wahrscheinlich jetzt hier tot. Hier ist eine Tasche. Archies Tasche. Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht von Harlow und abgelenkt. Nein, scheiße. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Archie ist hier lang. Ach, hier. Ah, dachte ich mir. Wie weit ist der Junge denn gelaufen? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Hoffen wir davon nicht. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Der ist da lang. Wieder mal auf Abenteuertour? Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Nein, bleib stehen! Testrale! Nein! Sie sind wunderschön, nicht wahr? Was? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Stopp. Ja, bleib. Nein! Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Ich... Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Ich glaube, ich muss mich an den anschleichen, damit ich die bekomme, oder? Aber ich glaube, uns fehlt noch ein männlicher, soweit ich weiß. Naja, egal. Schade, leider nicht bekommen. Jetzt sollte man definitiv leise sein. Befürchtet. Ach nee, da war ich gerade. Sei auf der Hut. Wir dürfen keine Fehler machen. Na, die sind ja noch tot. Cool. Aha. Na dann. Hier waren wir gerade schon. Wie groß ist denn das Zelt bitte? Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Geh leise. Sei wie ein Schatten. Revelio. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Er ist noch ein Kind. Lassen wir ihn frei. Sowas könnte unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Betrinicus totalus. Meinst du? Möglich, ja, definitiv, aber ja. Oh, ich mag das so schnell töten. Also manchmal mag ich das Schleichen, manchmal nicht, manchmal ja, je nach Situation. Ihn kann ich glaube nicht so schnell töten. Der ist angetroffen da hinten. Wo ist sie? Ach, da. Catherine! Na du? Wie machen wir das jetzt am schlausten? Der guckt halt dahin, der wird mich halt sofort entdecken.